den Kurs jetzt durch die Corona-Krise alles, ne? Wo dann viel, viel mehr bestellt als die davor das Jahr. Ja, ja. Letztes Jahr zum Beispiel Amazon 34 Millionen Umsatz gab. 34 Milliarden, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. 34 Milliarden. So viel hab gefühlt ja alleine ich gemacht. Ich sag, außer meinem Ofenkäse habe ich eigentlich alles da bestellt. Es war ja zu gefährlich rauszugehen. Ja. Ist so, Mann. Ja. Man durfte Lockdown. Mediamarkt, Saturn war es zu gewesen. Sag, das ist ja sowas. Oder wenn wieder mal wenn wieder offen war, natürlich, und wo es wieder offen war, ja, muss man so einen scheiß Test haben. Schön, dass ich jetzt sage, scheiß Test. Ja, aber ist so, man, wir können doch, gesagt, wir sind doch beides, wir sind doch beides Männer, mal, wir können doch offen reden, oder nicht? Richtig, ja, ja, ich muss was aufpassen, was ich sage. Ja, ich habe da kein Problem mit. Aufgenommen, was jetzt halt passiert für mich. Okay, alles gut, perfekt. Das ist doch krass. Also, weißt du, mir diese scheiß Masken gehen mir so auf den Sack. Weißt du, ich war jetzt 27 Jahre lang, war ich Kapitän zur See, ja? Ja. Ein Traumjob. Geile Arbeitszeiten, ortsnah. Ja. Aber die Reederei ist kaputt gegangen in dem Scheiß. Jetzt sitze ich auf dem Trockenen, Mann. Also wortwörtlich auf dem Trockenen, wie Kapitän. Na, gesagt, Mann. Ja, das ist doof. Das ist sowas von. Macht schon Bock auch auf die See zu fahren, ne? Ja, natürlich. Das ist. Ich bin die ganz großen Pötte gefahren. Boah. Ja, das krass. Das war ein gutes. Also, bei uns ist auf jeden Fall so. Und jetzt stellt keiner was ein. Ja, das ist so viel momentan, ne? Aber mal gucken, wenn es jetzt noch weitergeht. Durch die ganzen Impfungen. Ja. Ja, Mann. Also ist ja die ganze Sache hier runtergegangen. Also ich habe ja eine feste Zusage, dass ich wieder arbeiten kann, aber halt erst, wenn das wirklich sicher ist, dass es halt langfristig wieder alles normal läuft, ne? Und dann weiß halt heute noch keiner, wann das sein soll, ne? Verstehst du das? Ja. Ja, muss man abwarten bis nach dem Sommer, ne? Was passiert. Das Dumme ist, nach dem Sommer ist die auftragsintensive Zeit schon wieder vorbei. Jetzt stellt keiner im Winter einen Kapitän an, da suchen die Leute alle einen Weihnachtsmann. Ja, das ist doof. Ist so. Ja. Auf jeden Fall, was ich dazu auf jeden Fall sagen kann bei uns, ja. Wie gesagt, dieses Gespräch wird von uns aufgenommen, als Sicherheit für Sie und für mich, ja. Dass ich keine Versprechung mache. Ich darf ja nicht sagen, mit 250 Euro machen Sie jetzt diese 5000, machen jetzt die Woche 5000, ja. Es ist zwar potenziell möglich, so aber viel? Ich dieses Versprechen, weil ich nicht halten könnte. Ja. Nein, hören Sie genau zu. Ich habe gesagt, ich darf Ihnen keine Versprechung machen, ja. So. Wenn Sie zum Beispiel mit 250 oder 500 Euro einsteigen würden, ja. Das ist jetzt ein Beispiel. Achso. Ich mache jetzt zum Beispiel damit 5000 Euro, ja? Ich darf nicht euch versprechen, das ist kein Versprechen, das ich Ihnen geben darf. Das ist verboten. Ja, nee, das ist ja auch unlogisch. Das kann man ja gar nicht, kann man ja vorher gar nicht wissen, sonst müsste man ja nicht mehr arbeiten gehen, wenn man sowas, wenn man die Lottozahlen quasi wüsste. Richtig, ist doch so einfach so. Richtig. Ja, ich muss natürlich auch noch direkt sagen, wo ich natürlich potenzielle Gewinne machen kann, gibt es natürlich auch immer Risiken, ja, können halt auch Verluste machen, ja, das ist ganz klar. Ja, worauf kommt das da denn an? Ich bin da ja ganz neu in der Dinger. Weißt du, Gewinn, Verlust, worauf kommt das denn da an? Alles gut. Ja, wie entscheidet sich das? Die Kinder wollen auf die Kursbewegung handeln. Nochmal was? Ja, bei uns handeln sie auf die Kursbewegung. Bei uns handeln sie auf die Kursbewegung der Aktie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Alles gut, kein Problem. Dafür haben sie auch extra noch einen Senior Account Manager, der sie unterstützt. Was er will? Ja, der hilft ihnen dabei. Ein Senior-Account-Manager, der sie unterstützt. So. Der ist für sie kostenlos, der hilft ihnen dabei, ist ihr Ansprechpartner. Ja, nach mir, wenn sie bei uns ihr Konto aktivieren sollten. Ja, der hilft ihnen dabei, er zeigt ihnen dann erstmal die ganze Plattform, wie das funktioniert. Ja, da haben sie auch erstmal ein Sebo-Konto, wenn sie wollen. Da haben sie 10.000 Euro Spiegel drauf. Ja, Sebo. Und mit diesem Spiegel gehen sie virtuell in den echten Markt mit rein. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel jetzt für 500 Euro einsteigen wollen, können Sie sagen, okay, ich mache jetzt mal die Woche mit 500, fange ich mit 500 Euro an, dann hätten Sie sehen können, was wir 500 Euro diese Woche erreicht hätten. Diese Klasse. Ja? Aber das kann ich dann nicht verwenden. Dass Sie erstmal damit ein Gefühl reinbekommen. Bitte? Wie bitte? Was können Sie nicht verwenden? Also das ist jetzt gerade so ein Online-Casino, was ihr da habt, oder was? Mit Spielgeld? Nein. Die haben jetzt ein Demo-Konto bei uns. Ein Demo-Konto, ja? Dass wenn sie sagen, okay, ich möchte erstmal ein Gefühl dafür bekommen, ein Gefühl. Ah. Ja, um zu gucken, wie es ist, können sie auch erstmal das Demo-Konto, damit sie den Account-Manager zusammen machen, ja? Und können dann zusammen mit ihnen auf
auf die Plattform gehen und dann erstmal mit dem Demokraten probieren und versuchen. Ja? Und dann kannst du sagen, okay, das ist doch für mich, ich steig jetzt mit meinem Eschengeld mit ein. Ja, ja, zeig ihnen, wie das Ganze funktioniert. Das ist wie so ein Schifffahrsimulator oder was? Weil heute darf man ja keinen mit dem Pott mehr aufs Meer rauflassen. Die müssen erst 60 Stunden in den Simulator rein. Ey, ich habe damals noch in der Takelage gehangen und habe die Segel gespannt. Und heute werden alle mit Samthandschuhen angefasst. Das ist zum Heulen. Okay, krass. Ist einfach, wie gesagt, sag wie heute mal einem Auszubildenden, dass der das Deck schrubben oder die Muscheln vom Anker kratzen soll, da hast du gleich die Gewerkschaft am Hals. Also, wo leben wir denn? Stell dir das mal vor. Du sollst ein Schiff fahren, das soll heil ankommen, mit Ware und Passagieren und Besatzung. Aber wenn die Leute mal arbeiten sollen, dann heulen die rum wie die Hugenotten. Verstehst du, das ist ein großes Problem. Ja, ist immer so wie früher. Ich sag dir, das ist, ich sag dir, damals auf der HMS Defiance, da wäre es sowas nicht gegeben. Krass. Ja, aber die Zeiten ändern sich leider auch, ne? Ja, das ist manchmal einen guten, manchmal auch einen schlechten. Ja, das ist einfach so. Der Wechsel ist unaufhaltbar. Nichts wie gesagt, ist bestätigt wie der Wechsel. Ja. Ja. Das ist einfach so. Aber bei uns könnt ihr, wie gesagt, ein zweites Standbein aufbauen. Bei uns könnt ihr ein zweites Standbein aufbauen. Ja. Wie gesagt, bei uns könnt ihr potenzielle Gewinne machen. Und wie gesagt, auch nochmal. Wie gesagt, das ist nochmal, das ist nur Schätze, können sie auch natürlich auch Verluste, wie es kann passieren, ja. Das ist überall so im Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man, ja. Also, es ist halt leider so. Ja, aber ich habe jetzt aber immer noch nicht verstanden, was den Unterschied ausmacht, ob ich jetzt was gewinne oder verliere. Sie handeln bei uns auf die Kursbewegung, auf die Aktie, ja. Die haben jetzt registriert für Amazon, richtig? Ja, das ist ja, glaube ich, nicht verkehrt. Wir haben den Dritt für Amazon, genau. So, und das Gute ist bei uns, wenn sie auf die, können bei uns auf die Kursbewegung handeln. Ja, ob der Kurs sinkt oder steigt. Ja, ja, aber wer bezahlt da Geld dafür? Bitte? Ich frage, wer bezahlt da Geld für, wenn ich jetzt sage, jo, der ist morgen mehr wert und ich habe recht, wer gibt mir denn das Geld an? Ja, sie handeln auf wir. Die können bei uns handeln. Sie wer handeln bei uns auf die das? Kursbewegung. Ja, werden sie dann dadurch einen potenziellen Gewinner verschwitzt haben? Natürlich. Sie handeln ja bei uns auf so einer Plattform. Sie sind eine einsteigende Handelsplattform. Ja, aber wo kommt die Kohle denn her, ja? Wenn ich da die jetzt... Die traden bei uns. Wie meinen Sie das jetzt? Ich fange jetzt an bei uns. Sie handeln bei uns und wenn Sie jetzt beispielsweise... Wenn Sie jetzt bei uns anfängt und bei uns handelt. Erzähl mal. Ja, und du kannst bei uns dann Geld verdienen mit Amazon. Ja. Ach, seid ihr im Amazon-Partnerprogramm? Nein, wir sind eine eigenständige Handelsplattform. Eine Handelsplattform mit Lizenz und Regulierung. Wir dürfen das. Ja? Bei uns kannst du auf die Kursbewegung handeln. Ja? Und wenn du das Beispiel auf die Kursbewegung gehandelt hast, ja, kannst du bei uns Geld verdienen. Kannst natürlich auch, wie gesagt, auch dein Geld verlieren. Ja, aber wer kriegt das, wenn ich falsch liege? Und von wem kriege ich das, wenn ich richtig liege? Von uns. Aber warum gebt ihr mir Geld, wenn ich richtig gezahlt habe? Was habt ihr davon? Ich verstehe das System noch nicht so. Weil bei uns gar nicht. Bei uns ist das System, wenn du bei uns handelst, ja, musst du so vorstellen, wie bei Starbucks zum Beispiel, wenn du bei Starbucks oder irgendwo anders, jetzt egal, mit einer Kreditkarte zum Beispiel zahlst, mit einer Visa-Karte. Ja. Beispiel gehst du den Kaffee kaufen, für zum Beispiel bei Starbucks, ist ein bisschen teuer, zahlst du 5 Euro für den Kaffee meistens. Ja, aber die sind gut, Mann. 4,99 Euro an das Unternehmen. Ja, ja, die sind gut, die schmecken lecker. Da geht 4,99 Euro an das Unternehmen, an Starbucks, und 1 Cent geht an Visa. Und so ähnlich kannst du es bei uns auch vorstellen. Jeder Handel, den du bei uns tätigst oder startest, ja, zahlt dir mehr Geld dran. Ja, das sind meistens immer Centbeträge, es kommt immer drauf an, mit wie viel du gehandelt hast, mit wie viel Euro du gehandelt hast, mit was für eine Aktie du handelst, das kommt immer drauf an. Ja. Das kann aber dann dir genau der Sinn der Kopf nicht ausrechnen. Ja, verstehe. Das ist quasi Provisionsbasis. Das ist wie wenn wir so eine Dirne ein Zimmer an Bord, wenn wir 3 Monate unterwegs sind. Die Leute brauchen ja auch mal Abwechslung, ne? Und die zahlen da halt auch. Das ist ein Einzige, was du zahlst, sind die Spreads.
pro Handeln, die du bei uns startest, zahlst du bei uns Geld. Ja? Ja, wie viel denn? Zum Beispiel, das kommt immer drauf an. Wie gesagt, ich kann das nicht ausrechnen jetzt. Wenn ich jetzt irgendwas ausrechne, wäre es zum Beispiel jetzt gelogen, weil ich es nicht halten kann. Weil die Aktien, die verschieben sich ja immer. Ja? Ja, aber was nehmt ihr für eine Gebühr? Ist das ein Euro? Ist das ein Prozent? Ist das ein Hase? Oder muss ja eine Euro. Nein, nicht ein Euro. Es kommt immer drauf. Ich kann es dir jetzt nicht mehr aus. Dafür ist der Sinn Jakobis dazu stellen. Ich bin dafür gleich berechnet. Ja, dann soll der mir das mal eben verraten. Weil ich verstehe das alles nicht. Ja, du redest erst mal mit ihm, wenn du jetzt dein Konto aufgeladen hast. Weil sonst könnte ja jeder sagen, okay, ich möchte mit Sinn Jakobis reden. So viel haben wir gar nicht. Ja, somit können wir die Leute schon mal auswählen, die wirklich Interesse haben und wirklich investieren wollen. Ja, das macht Sinn. Den Kapitän auf dem Schiff kannst du ja auch nicht anrufen. Richtig, da sehen sie. Wir haben erst Zugriff auf den Sinn Jakobis, wenn er da ist. Ich sag dir, wir sind ja ein scheiß Frachtschiff, ne? Und da rief mal einer an, ob wenn wir das nächste Mal durch den Nord-Ostsee-Kanal fahren, ob wir ein Brautpaar mitnehmen können. Das sag ich, Alter, das Einzige, was ich mit einem Brautpaar mache, das ist von Bord werfen. Weißt du, Eheleute bringen Unglück an Bord. Das ist einfach so. Weil das ist das heilige Gesetz der Seefahrer, ist, dass man die Frau am Hafen zurücklässt und unterwegs mindestens eine neue kennenlernt. Und unser Seefahrern, da gibt es so einen Spruch, der sagt, da sagt der eine, was würdest du deiner Frau oder Freundin von Herzen wünschen? Und dann sagt der andere, dass die beiden sich nie kennenlernen. Und dann wird gesoffen. Verstehst du das? Okay. Ja, ist einfach so. Ich bin jetzt ja auch gerade mit meinen Kumpels in der Seemannsmission, ne? Weil ohne Job ist halt scheiße, kannst du dir ja keine Wohnung leisten, ne? Ich sag dir, wir haben heute schon so viel Korn weggeballert, ich fühle mich, als wäre ich in Teneriffa. Okay, ich wollte gerade schon sagen, die haben mal leicht einen Sitzen, war, kann es sein. Ja, das ist einfach so. Ich sag dir, 3 Promille sind mein Limit. Bis dahin kann ich noch Verträge unterschreiben, Auto fahren, einen hochkriegen und den Weg nach Hause finde ich auch immer. Like. Okay. Das ist einfach so. Sauber! Kommst du nachher vorbei, Mann? Ich sag dir, wir haben hier bei Netto gab's Korn im Angebot. Alter, wir haben den halben Laden mitgenommen. Wo bist du eigentlich? Sag mir, wo bist du eigentlich, Mann? Was meinst du damit? Ja, wo bist du? Berlin, Hamburg, Stuttgart. Ich bin im Büro! Wo? Achso, ich komm gebürtig aus Berlin. Ja, nicht gebürtig, wo bist du jetzt gerade real physisch, wie Mimon sagen würde? Ich bin gerade physisch gerade, ich bin gerade auf Zypern, auf der griechischen Seite. Was ist da denn? Das ist voll weit weg, Mann. Ich weiß, ich arbeite hier. Aber warum da? Ja, unser Hauptsitz ist auf Zypern, ja, weil es mit Steuern zu tun hat. Die Firma zahlt da viel, viel weniger Steuern als hier in Deutschland. Wissen wir selber, Deutschland ist sehr viel, da zahlt man sehr viel Steuern, auch als Unternehmen. Ja, aber Alter, wir müssen doch das Sozialsystem aufrechterhalten, Mann. Macht es doch so, glaub mir. Ja, aber deswegen, also hier zahlt doch viel, viel weniger Steuern. Aber wer bezahlt die Straßen, die Krankenkasse und Angela Merkel ist Dackel, wenn keiner Steuern bezahlt? Zahlt ja genug Leute Steuern, sonst würde Deutschland nicht so viel Geld rausgeben und verschenken. Ja, und ausleihen. Mir hat noch keiner was geschenkt, ich sag dir das. Naja, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, Mann. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Ja. Deswegen, also, ist schon. Deswegen. Ja, Mann. Ja. Das ist einfach. Also, ich hab mir auch. Ich hab mir Dogecoins gekauft. Doggycoin? Ja, Dogecoin, meinst du, ne? Ja, das mit dem Hund, Mann. Aber wie viel Zeit hast du denn gekauft? Was? Ja, bei wie viel Cent hast du denn gekauft? 13. Bei wie viel Cent? 13. Bei 13 Cent? Ja, Mann. Ah, sauber. Ja, aber ich war nicht... Hast du nicht verkauft gehabt, oder so hoch war? Ich war nicht mutig genug. Ich hab nur 500 ausgegeben. Ein Kumpel von mir, der hat da... Ich weiß nicht mehr wie viel, aber er hat da eine Menge reingebuttert. Weißt du, dass er tierisch Ärger mit seiner Alten hatte? Als er dann verkauft hat, dann hat seine Frau ihm Blumen gekauft. Ich sag dir das. Dreckig.
Ist einfach so. Da also oh bin ich dumm, Alter. Ja, ist so. Wir sind original Jungs von der Reeperbahn, Alter. Ist halt einfach so. Verstehst du das? Ne. Nein, ist nicht ganz, ich komme nicht von der Reeperbahn, ich komme aus Berlin. Ja, komm mal ran da. Kennst du Mariendorfer Damm? Sag mir was, ja. Das ist ja bekannt. Ja, das ist ja der Bärbel-Treffpunkt in der Berlin da drüben. Na, kennst du, ne? Ja. Alter, das ist schon voll spät. Wie lange musst du denn Berliner arbeiten, Mann? Ich habe bis 21 Uhr heute. Alter, danach kommst du aber rum, ja? Ich wohne, wie gesagt, gerade momentan nicht in Berlin. Ich wohne gerade auf Zypern. Ach, da war ja was, Alter. Ist das cool, ist geil. Das ist bestimmt so, toll. Jetzt ganz pass auf, ich würde gerne weiter mit dir quatschen. Ich würde sehr gerne weiter mit dir quatschen. Ja, dann lass uns das doch machen. Aber ich muss weiterarbeiten. Willst du investieren? Willst du es mal versuchen? Ja, natürlich. Ich brauche Kohle, Digga. Alter, nächste Woche ist der Gorbatschow im Angebot. Wir müssen Nachschub besorgen. Ganz kurz, hast du denn überhaupt gerade 250 Euro? Ja, natürlich. Oder hast du gar kein Geld? Natürlich, wir haben alles abgegeben vorhin. Okay, alles gut. Alles gut. Nee, weil es dann eine Frage, manche haben nicht kein Geld. Ja, deswegen. Ja, was man nicht hat, kann man auch nicht ausgeben. Gut. Richtig. Aber sie haben gerade 250, ja, das passt gerade bei Ihnen. Ja, Mann. Alles frisch gezogen heute. Pass auf, hast du Online-Banking oder eine Kreditkarte? Was hast du? Bonbons? Nein, hast du Online-Banking oder hast du eine Kreditkarte? Ja, klar, Mann. Hast du, ja? Ja, Mann. Okay, auf dem perfekt. Schiff, Alter, gibt es kein Geldautomat, verstehst du das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Deswegen. Ja, wo soll ich? Es gibt ja kabelloses Telefon und Internet. Und sogar auf. Ich sag dir, es gibt auf dem Frauenklo, auf dem Schiff, die gibt es einen Dildo-Automaten, Alter. Aber wo zum Teufel soll in einem Geldautomaten das Geld auf einem Schiff herkommen? Denkst du, die fliegen das ein mit einem Hubschrauber? Oder? Ja. Nein. Keine Ahnung, dass du da voll mir abhebt. Ich weiß, ich hab noch nie auf dem Schiff gearbeitet. Deswegen, also keine Ahnung. Also vom Gefühl her hebe ich gerade ziemlich ab. Ich sag's dir, ist Wolke 7, aber ist erreichbar. Ja, ist also, du hast auch Spaß bei der Arbeit. Okay, wa? Pass auf, ich hab Spaß bei der Arbeit. Man hört man das? Ja, Mann, da ist. Hast du das studiert oder was? Ich hab doch gerade Bock, wie die trainiert. Nein. Was hast du denn gemacht? Da warst du reingerutscht. Auf jeden Fall. Ich hab früher Stab mit Tambor gemacht. Aber pass auf. Was? Ich möchte jetzt gerne, wenn du jetzt wirklich dein. Pass auf, hörst du bitte zu. Ich möchte jetzt gerne mit dir dein Konto aktivieren, wenn du wirklich dein Interesse hast, weil sonst kriegst du einen auf den Deckel. Ja, weil so einfach quatschen darf ich leider nicht. Ja? Das ist aber nicht nett. Deswegen. Mann. Ich hab dir gerade eine Mail geschickt. Ich weiß. Ich darf zwar mit den Kunden reden. Wann bist du denn das nächste Mal in Deutschland? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Mir gefällt momentan Deutschland nicht. Warum nicht? Ja, ich habe momentan auch keinen Bock, darüber zu fahren. Nee, das ist nicht mehr so. Ist nicht mehr so meins. Also das heißt nicht mehr meins. Wie nennt man denn, wie so nennt man denn Leute, die auf Zypern wohnen? Sind das Zyperer? Wie sagt man? Zyklopen. Wie? Zyprioten. Krass. Und klappt das mit dem Erdogan oder klappt das nicht so? Ich bin auf der griechischen Seite, nicht auf der türkischen. Ja, aber die sind da ja auch daneben, oder nicht? Naja, bis jetzt alles gut. Bis jetzt war nichts. War zwar mal ein kurzer Konflikt gewesen, aber ich hab davon nichts mitbekommen. Hast du den auch, habt ihr mitgemacht? Nein. Das Beste ist, sich aus allen. Mach dann nirgendwo mit bei denen. Aus allen Ärger raushalten immer. Das Beste, was du machen kannst im Leben. Richtig. Ja, so, pass auf, ich hab dir eine E-Mail geschickt. Geh mal bitte auf dein E-Mail-Postfach. Was soll ich machen? Geh mal dein E-Mail-Postfach. Welches? Ich hab dir gerade eine E-Mail geschickt. Hast du einen Laptop bei dir oder einen PC? Nee, ich kann's dir nicht sagen, ich weiß nicht, den Datenschutz richtig gar nicht. Darfst du mir auch nichts ansagen.
Ich darf keine E-Mail-Adresse von dir hören. Dann muss ich direkt auflegen. Warum soll ich jetzt auflegen? Ich dachte, wir wollen ein Geschäft machen. Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, du darfst mir nicht deine Daten, also deine E-Mail-Adresse selbst durchgeben. Ich weiß nicht, auf welche E-Mail-Adresse du dich hier angemeldet hast. Das darfst du auf Datenschutz nicht geben. Wie sollst du mir eine E-Mail schicken, wenn ich dir meine E-Mail-Adresse nicht geben darf, Mann? Das macht keinen Sinn, Alter. Du hast dich doch registriert. Du hast dich registriert bei uns mit deinem Namen, ja, mit deinem Namen, mit deiner Telefonnummer und irgendeiner E-Mail-Adresse hast du eingegeben. Ich weiß aber nicht welche, ich kann es nicht sehen. Hast du mehrere Postfächer oder hast du nur einen? Ich habe ganz viele, Mann. Oh. Hast du einen Laptop oder einen PC bei dir? Ja, ich versuche gerade den Laptop anzumachen. Weißt du, auf dem Schiff müssen wir auch immer so einen Laptop dabei haben. Da sagen wir immer Schlepptop, weil das Ding ist aus dem letzten Jahrhundert und wiegt mehr als so ein scheiß Desktop-Rechner. Ich kann dir mal eine kurze SMS schicken. Da steht drin, ob du eine E-Mail du benutzt hast. Was habt ihr eigentlich für traurige Musik da laufen, ey? Ich brauche so richtige Seemannsmuggel. Ja, das ist nicht meine Musik. Kennst du Seefahrerlieder? Nö. Kennst du nicht an der Nordseeküste? Achso, ja, natürlich, da. Ja. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. Ja, komm, du musst mitsingen, Junge. Hey, alles gut. Ich schaff das nicht alleine, Mann. Komm, wir sind doch wie Saufbrüder. Ey, ich darf nicht. Alles ey, gut. Da läuft die schreckliche Ghetto-Musik. Da wirst du doch ein bisschen Spaß haben dürfen. Einen Moment ganz kurz, bitte. So, eine ganz kurze Frage. Über was telefonieren wir denn beide gerade? Über ein Telefon oder über ein Handy? Nochmal, was? Telefonieren wir beide gerade über ein Handy oder über ein Telefon? Ja, das ist das Zimmertelefon. Wir sind hier in der Seemannsmission, Alter. Okay. Auf das scheiß Telefon habe ich mich vorhin draufgesetzt, Alter. Ich sag dir das. Sarah, komm mal. Oh. Ey, ich hab das kaputt gegangen? Ja, das Display ist im Arsch, Mann. Scheiße. Ist das hier willkommen bei T1 Markets? Genau, das ist das Richtige. Krass. Und davor hast du noch eins bekommen, da ist ein Passwort drin. Eins davor. Da steht T1 Markets, also @info T1 Markets, da ist ein Passwort drin. Das kopierst du bitte einmal raus. Was ist das denn für ein Passwort, Alter? Das kann ich doch nicht nehmen, Alter. Das ist viel zu unsicher, Mann. Das kriegst du nicht. Nein, das ist das Einlog-Passwort. Du kannst mir das dann ändern. Ist kein Problem. Du musst wieso aus Sicherheitsverfahren wieso nachher aufgefallen, das Passwort zu ändern. Ja. Als dein persönliches Passwort. Das ist gut. Ja, das ist nur ein Einlog-Passwort. Was bist du denn hier, Mann? Wir wollen nachher noch auf den Club. Oder? Wir wollen nachher noch in den Club. Okay. Läuft bei euch. Ja, wann kommst du, Mann? ich bin auf Zipperman. Ach ja, bist ja der Inselbursche. Oder hat das Festlandanbindung? Richtig. Du bist ein halber Seefahrer, Alter. Wenn du auf einer Insel wohnst, dann hast du das. Hör mir mal zu, nach Papua-Neuguinea haben wir im Dezember eine Transportfahrt. Ich brauche noch einen Funker, Alter. Du hast eine gute Telefonstimme. Willst du mit mir nicht nach Papua-Neuguinea fahren? Nee, danke schön. Ich bin hier glücklich, alles gut. Kannst du das Buchstabieralphabet? Hallo? Ja, ich hab dich gefragt. Ich hab dich gefragt, ob du das Buchstabieralphabet kannst. Nee, ich glaub nicht. A wie Anton, B wie Bertha und so. Kennst du das nicht?
Ganz kurz bitte, ganz kurz bitte. Nee, ich glaub nicht. Ganz kurz bitte. Wir brechen mal von der Sache ab. Möchtest du investieren? Möchtest du deine Konto aktiviert? Ich krieg sonst richtig einen auf den Deckel, da war ich wirklich keinen Bock drauf. Ja, das ist einfach so. Ich brauch Kohle, Mann. Okay. Perfekt. Dann nimm das Passwort, kopier dir das, dann gehst du bitte einmal auf meine Mail. Da steht da, herzlich willkommen bei TH Markt von Kevin F. Dann guckst du immer rauf. Dann gibst du deine E-Mail-Adresse ein und dann das Passwort ein. Oh, das war viel zu viel. Einmal bitte einloggen. Ja, warte, ich probier das mal. Ich setze mich jetzt einfach mal hier auf den leeren Bierkasten, weil sonst muss ich auf dem Boden rumkriechen. Und da sind schon zu viele Flüssigkeiten auf dem Boden, die ich jetzt nicht in einer feinen Gesellschaft näher benennen möchte. Wenn du verstehst. Also ich muss nachher unbedingt duschen, Mann. Das ist einfach so. Da steht, können Sie nicht mit den Märkten Schritt halten? Steht da anmelden bei Ihnen. Können Sie einmal Ihre E-Mail-Adresse eingeben? Ändern Sie dies sofort. T1 Markets Live Updates über Kursbewegung, die aktuelle Max-Situation. Ey, was schreist du so? Hey, hä? Warum schreist du so, Mann? Was? Ich schrei gar nicht. Das ist total lauter. Was soll das? Ich weiß, ich baue uns ist auch im Büro laut. Was soll ich da machen? Ich kann da nichts machen gegen. Ihr seid, wenn ich bei mir auf dem Deck so rumschreien würde, Alter, der erste Offizier, der würde mit dem Wasserschlauch kommen. Gib dem mal Bescheid, du bist doch der Junior-Chef. Ach, Quatsch. Bist du nicht der Junior-Chef? So, was steht jetzt bei dir? Da steht, können Sie nicht mit den Märkten Schritt halten, als ich mich angemeldet habe. Und da musst du irgendwo stehen, anmelden oder einloggen. Was steht bei dir? Da steht, halten Sie mich auf dem Laufenden. So, kannst du ja oder nein drücken? Nein. Ich habe mich angemeldet und da ist jetzt ein Briefumschlag. Ja. Und darunter steht, können Sie mit den Märkten Schritt halten? Fragezeichen, Punkt. Verstehst du das? Ich weiß jetzt nicht, wo... Nicht ganz. Du musst eigentlich nur auf die Mail raufgehen, die ich dir geschickt habe. Ja? Jetzt steht auf da, die Mail. Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Ihr Login und Ihr Passwort wurden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Ah, okay. Perfekt. Jetzt machst du einmal auch weiter. Und dann gibst du bitte einmal deine Daten ein, wo du wohnst. Von der Seemannsmission oder mein Heimathafen? Da, wo du wohnst. Da, wo du gemeldet bist. Nochmal bitte. Da, wo du gemeldet bist, das, was auf deinem Ausweis draufsteht, auf deinem Personalausweis. Na gut. Du musst einen Wohnsitz haben. Da, wo du gemeldet bist. Ja, natürlich. Ich finde die Tasten nicht mehr. Was meinst du damit? Ja, es ist alles ein bisschen verschwommen. Ist einfach so. Okay. Ey, soll ich das mal leiser machen, weil ich verstehe dich nicht mehr. Ich würde dich ganz kurz. Einen Moment, warte kurz. Jetzt hat er aufgelegt. Ich bin noch da. Ach, da bist du ja wieder. Ich dachte, ich hab mich aufgelegt. Ich wollte gerade wieder an die... Ich fühle mich doch ganz gut. Ich wollte gerade zur Minibar gehen. Ich brauch dringend Nachschub. Okay. Was trinkst du gerne? Sag okay. Mal. Oh, mach. Ich trinke gerne Whisky. Welchen denn? Single Malt? Ich? Chivas. Chivas trinke ich sehr gerne. Das ist eine gute Marke. Die kennt Chivas, jeder. Das stimmt, oder? Ja, natürlich. Ja. Das ist eine Seefahrer-Tradition. Oder Johnny Walker Blue Label. Trinke ich auch gerne. Das ist ja abartig, Mann. Yep. Blue Label ist gut. Was trinkst du für Bier, Mann? Bier? Ja. Lagerhell nur. Haben wir nicht da. Augustiner Lagerhell ist gut. Klosterbier, was ist denn mit dir los, Mann? Das ist gut, das wird mir sehr gut, das Bier. Wer ist die Frau, die da hinten rumschreit? Hat die es nötig oder was?
Nein, da ist eine Mitarbeiterin. Die hat eine geile Stimme, hol mir die Miranda. Nee. Wir beide sprechen, ich darf das nicht. Einen Moment noch kurz. Ja, Mann. Mach mal. Lass dir alle Zeit der Welt, mein Freund. Hallo? Hallo? Ist noch da? Ja, na klar. Wo soll ich denn hin sein? Ich sitze auf dem Boden auf einem Bierkasten. Wo soll ich bitte hingehen? Ist einfach so. Ich hab gesehen, du hast Freitag gemacht. Du hast Freitag gemacht, du bist jetzt bei der Einzahlung, ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade den Kopf in den Nacken gestreckt, damit ich nicht alles vollkotze. Ah. Weil der Laptop, der gehört meinem russischen Kollegen hier. Oh. Ja, ich hab gut gezielt. Ich habe nur die Tapete getroffen. Gehst du für mich zum Eisautomaten? Ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. Der ist in der Lobby. Ja, wenn du... Ich weiß, du hattest es auch schon, aber... Wenn du in die Lobby reinkommst, rechts am Tresen oder links, kann auch sein. Auf jeden Fall ist, da steht Eis dran. Ich möchte bitte Stracciatella. Herr Winder, ich bin auf Zypern. Hören Sie mir nicht zu? Ja, aber... Ach, scheiße, da war ja was. Scheiße. Ich krieg das schon irgendwie hin. Spätestens, wenn der Besowski hier wieder aufwacht. Magst du Russen? Ich? Es kommt drauf an, eigentlich schon. Gut. Was soll ich denn jetzt machen? Eigentlich schon. So, bei dir müsste jetzt eigentlich stehen, mach deine erste Einzahlung, dann kannst du auswählen, Visa-Karte, also Kreditkarte, Online-Banking. Siehst du das? Ja. Was steht denn da bei dir? Machen Sie Ihre erste Einzahlung. Wenn Sie eine der bequemen Zahlungsmethoden... Was heißt T1 eigentlich? Ich kenne einen Russenpanzer, der heißt so. T1 Max ist unser Pfeffer. Ja, aber wofür steht das T? Bitte? Was bedeutet das? T wie Theodor oder was bedeutet das T? Richtig. T wie Theodor, einfach nur T1. Theodor 1? T1 Max ist einfach. Ja, aber das hat doch alles immer eine. Das ist doch eine Abkürzung für was, oder was? Einfach nur T1. Achso, das hat gar keine weitere Bedeutung. Nein. Ja, hätte ja sein können. Man wird ja wohl noch mal fragen dürfen, oder was? nein, ich habe nur ganz normal geantwortet. Nein, ich weiß es doch nicht. Das also ist nicht, ich wüsste. So. Ja? Ey, die Frau redet im Hintergrund von Alkohol. Was trinkt ihr da drüben? Keine Ahnung, was ihr. Manche Kunden haben jetzt schon Feierabend, deswegen. Ja, da sollen die mal vor die Tür gehen, Alter, zum Party machen. Ihr sagt ihr, genau deswegen ist die Titanic gesunken. Weil die auf der Brücke die Party gemacht haben, anstatt zu arbeiten. Es hat 7000 Menschenleben gekostet. Und es liegt jetzt in deiner Hand. Dass das bei euch nicht auch passiert. Ich ernenne dich jetzt hilfsweise zum ersten Offizier auf See. Also hast jetzt die Aufgabe, die Ordnung am Deck wiederherzustellen. Sollte es im Laufe deiner Anfangung zur Meuterei kommen, ist der im Übereinkommen mit dem internationalen Seekriegsrecht, darfst du von der Schusswaffe Gebrauch machen. Aber du musst die Leichen aufheben. Verstehst du das? Du darfst die nicht essen, auch wenn die Umstände kritisch werden. Weil dann hast du keine Chance mehr. Ja. Ist einfach so. Die Meuterei auf Zypern. Soll ich dir denn jetzt hier die Nummer geben, oder was? So, nee, gibst du bitte alles selber ein.
Ja, da steht einmal Hauptzahlung bei dir. Ja, richtig? Ja, ja, klar. Mann. So. Dann mit wie viel willst du einsteigen? Keine Ahnung, Mann. Mit dem Minimum erstmal, ne? Du mit 250 einsteigen und mit. Du bist mein Saufkumpan, Alter. Wir sind doch Kriegskameraden, Mann. Es ist. Pass auf, es kommt auf an, wie viel Geld du hast. Würde ich einfach sagen, du möchtest das vertesten, gucken, was für dich ist. Fang mit 250 an. Ja, lass einfach gucken, was für dich ist. Das sind aber fette Sprünge, Alter. Da steht 250, 500, dann kommt gleich 10.000, Alter. Wie kann man so gierig sein, Alter? Ist einfach so. Nee, das hat nichts mit gierig zu tun. Das hat nichts mit gierig zu tun. Die meisten, die haben sehr viele Kunden, die zahlen noch mehr ein. Ja, das war einfach nur als Beispiel. Die können ja den Betrag, die können den Betrag ja selber einstellen, nehme an. Ach, kann man sich das wie so ein Amazon-Gutschein? Nein, du kannst selber einstellen, was du kannst jetzt, das Minimum sind 250, ja? Ja. Du kannst sagen, okay, ich fange mit 500 an, oder zum Beispiel 1000, das kannst du selber frei einstellen. Du bist ein guter Mensch. Aber wenn du das mal schauen willst, was du machen willst, ob das was für dich ist, fang erstmal mit 250 an. Du kannst ja jederzeit immer mehr aufbauen, ist ja kein Problem. Ey, du bist ein guter Mensch. Kannst du selber frei entscheiden. Ich finde das gut, Mann. Weißt du, ich bin christlicher Seefahrer und ich weiß ernsthaftigkeitige Menschen sehr zu schätzen. Weißt du das? Dankeschön, danke. Ich sag dir, Frauen sind mir heilig, Mann. Das ist einfach so. Und sie ist von der Straße. Sehr schön, sehr gut. Ich sag's. Also, mit wie viel möchtest du einsteigen? Ja, auf jeden Fall. Mann. Unbedingt. Ich brauche Geld, Mann. Okay, dann fang einfach mal 250 an. Ich sag dir, weißt du, das Problem ist, ich habe zwei Kinder und kein Geld. Und ein kluger Mann hat mal gesagt, kann ich nicht zwei Geld und keine Kinder haben? Und das ist einfach so. Aber ich habe dich gerade gefragt, ich habe dich gerade, ob du Geld hast. Du hast mir gesagt, ja, du hast Geld. Ja, aber kann man genug Geld haben? Ich glaube nicht, oder? Natürlich nicht. Immer mehr Geld. Aber meine Frage war ja, ob du Geld hast. Ich habe das heute gezogen, Alter. Es war mühsame Handarbeit, Mann. Okay, aber hast du 250 Euro oder hast du keine 250 Euro? Ja, das ist auf deinem Bankkonto. Ist ein bisschen auf mehr, deiner Visa-Karte. Bitte? Ich sagte, das ist sogar ein bisschen mehr. Alles gut, das musst du selber wissen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest investieren und schauen, ob du da potenziell Gewinne machen kannst, kannst du es gerne machen. Wenn du jetzt sagst, du hast gar kein Geld dafür, dann ist das so. Nochmal was? Wenn du jetzt sagst, du möchtest investieren, du hast das Geld auf dem Konto, dann investier. Wenn du sagst, du hast das Geld nicht auf dem Konto, dann lassen wir es. Das bringt ja dann nichts. Nee, das bringt ja dann nichts, aber ich brauche die Kohle, Mann. Bis wann wird da denn mehr draus, sag mal? Das kommt immer drauf an, wie oft du handelst. Das liegt ganz allein an dir. Ach so. Wie oft du das machst. Das liegt ganz allein an dir. Aber ich muss da nicht wie meine Frau die ganze Zeit mit dem Telefon vor der Schnauze rumlaufen, oder was? Nein, brauchst du nicht. Du kannst es auch halbautomatisch laufen lassen. Dass dein Geld für dich arbeitet. Ah, Autopilot. Ja, nicht andersrum, dass du nur für dein Geld gearbeitet. Halbautomatisch so gesehen. Klasse, Mann. Ja, du. Verstehen, du kannst dein Geld für dich arbeiten. Das ist doch super. Ja? Hast du deine 250 Euro, hast du keine 250? Ja, klar, Mann. Musst du jetzt mir bitte sagen, wenn du keine hast. Wir waren doch heute extra bei Netto. Was hat das Netto mit Geld zu tun, ob sie jetzt das Geld auf dem Konto haben? Ja, da kannst du Geld abheben, Mann. Wusstest du das nicht? Du kannst es mir nicht wahrgeben, du musst es auf dein Handels, auf dein Bankkonto haben. Wenn du auf deinem Bankkonto gar nichts hast, dann bringt das nichts. Dann können sie ja nicht einzahlen. Also ihr Konto auch dran. Das funktioniert ja dann nicht. Ich will dir jetzt einfach die Nummern geben. Nein, nichts mit Nummer. Ich darf es gleich annehmen. Wir sind eine regulierte Firma. Ja, soll ich dir das per E-Mail anschicken? Ja, wir verlieren unsere Lizenz. Auch nicht, das machst du alles selber. Ja, aber wie soll ich die Pfandbons denn zu dir kriegen, Mann? Was für Pfandbons? Von Netto. Hallo? Ey, ich hab dich was gefragt, Mann. Hörst du mich doch? Ja, natürlich. Was soll ich denn mit Pfandbons? Ihr einlösen, Mann. Alter, ich hab extra die aufgehoben heute. Was soll ich denn damit einlösen?
Alter, das sind, wir haben vor einer Woche Container heute die Beute weggebracht. Wir haben, ich muss das noch teilen mit dem Russen, aber der merkt das nicht. 293 Euro. Hörst du bitte ganz kurz zu? Und eine Kiste. Hör mal zu, die haben eine Kiste nicht angenommen, aber in einem anderen Markt kriegst du da auch 3,30 Euro für. Verstehst du das? Okay, alles gut, verstehe ich. Jetzt ist aber die Frage, ob du auf dein Bankkonto, auf dein Bankkonto Geld hast. Nee. Die nehmen keine Pfandbons an oder sonst irgendwas. Ich will dir meine... Hast du nicht? Okay, das war meine Frage. Ich habe die heute mit meinen eigenen Händen aus diesem Automaten gezogen, ja? Da haben wir die letzten 4 Wochen für gearbeitet, Mann. Aufgelegt. Geil.